Ja, ich bin nach wie vor überwältigt. Das ist schon, was ich in meinem Leben noch nie so gesehen habe. Gerade die Kombination, die alten Autos und die dazu passenden Kleider. Ich muss das alles ein bisschen im Schnelldurchgang machen, sonst. Also ich sage, die Reise nach Malaga hat sich schon gelohnt, alleine hier, wegen diesem Museum. Und ich bin ja kein Experte weder für das eine noch für das andere, aber Schönheit, die begeistert. Eigentlich muss man hier viel, viel Zeit mitbringen. Und nicht hier das Horn, die Lampen aus gebogenem Horn. Nicht gebogen, das ist eben ein Horn. Ein echtes Horn. Also. Ja, das Audio kann man sich hier mitnehmen und dann hat man genau die Beschreibung oder den Text gesprochen für die Autos, für die Mode Imperial USA 56. Und die Farben, alleine die Farben, Cadillac, Thunderbird. So, ich gehe jetzt erstmal. Die Motorhauben hier mit der Marilyn Monroe, mit Elvis Presley, die Rocky Mountains. Also ich, Kaiser Darin, USA 1954, sieht aus wie ein Tesla, schaut euch das an. Big Bang, Madonna, Michael Jackson. Ja, und das ist ein Cabriolet. Das ist wohl der schönste aus Frankreich. Citroën 62. Und das Schöne ist, man darf hier auch filmen, aufnehmen. Also dieses Geld ist gut angelegt. Allard, England, 1949. Zurück in die Zukunft. Aber ich muss euch noch was Besonderes zeigen. Das habe ich auch schon mal gesehen, das Kleid hier. Das hier ist ein Tatra und ich glaube, das hat die Madonna mal angehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist ein De Soto aus der USA, 1934, 4000 Kubikzentimeter, Modell Airflow. So, aber jetzt muss ich euch noch mal was zeigen. Ich bin ja vorhin vorbeigegangen und habe gesagt, er würde auch als Leichenwagen durchgehen. Dieser Impala, ja, das ist eine. Ich habe das so dahin gesagt und da liegt sie. In Strass gepackt. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, aber es spiegelt von allen Seiten. Aber so geht es, hier liegt sie. So, und das ist meine Lieblingsecke hier, ja, wegen den Farben, jetzt mit den Modellen Thunderbird, Cadillac hat man hier, ein Ford 55er Ford, ja, da sitzt die Merlin
hier hinten im Fond standesgemäß im Cadillac von 1959. Ja, wie kann es auch anders sein? Das ist doch eines der besten Baujahre. Modell Eldorado 3. Der ist noch ein bisschen neuer. Cadillac Eldorado 59. 1949. Ah, der ist von 1959. Eldorado, das sieht man. Aber neuer aus. Gut, ich bin nicht der Experte. Also ich muss ab und zu mal schlucken, weil das hätte ich nicht erwartet. Ich habe zwar im Internet das gelesen, das oberflächlich gelesen, aber das ist bei Weitem nicht das, was ich mir vorgestellt hätte. So, und jetzt kommen wir zu der Rolls-Royce-Ikone, Marga Collection. Rolls-Royce, Inglaterra 87, Modell Silver Spirit. Schaut dann, wie das funkelt hier. Das sind jetzt keine LEDs, das ist das Licht, was funkelt im Vorbeilaufen. Ja, und dass man so nah an diese Objekte ran darf, das finde ich ja noch. Elizabeth Taylor. Schaut euch das an, ha? Aber hat man nicht mal ein Schiebedach? Ja, das finde ich ja nicht gut. Kein Schiebedach. Also an alle Menschen, die irgendwann mal hier in die Richtung Malaga kommen. Das lohnt sich. Stanley Streamer USA 1910, Modell 70. Der wäre mir lieber wie dieser Rolls-Royce. Da werden die noch mit Zahnrad angetrieben, die Vorderräder. Oder das eine Vorderrad. Da darf man sogar ran. Ich hätte jetzt eine Absperrung erwartet. Mann, 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 Mann. Ich glaub's ja nicht. Das ist ein Ford bestimmt, oder? Nein. Ein Milburn Electric 1916. Ja, so weit waren die damals schon. Das ist der Vorgänger vom Tesla. Der wäre mir aber auch lieber. So, die Autos hier von hinten habe ich ja überhaupt noch nicht. Helichrom 1932. Frankreich. Solar World Number One, das habe ich ihn damals irgendwo im Fernsehen mal gesehen. 2009. Glaube ich, einen Rekord aufgestellt. Air Comprimido. 2011 ein Prototyp, La Guerra de las Galaxias, also Filmrequisite. Aber das fährt das Ding, glaube ich. Da ist so viel Technik verbaut. Tja, Star Wars, was hier? Hydrogenio,
Prototyp. Tja. Was soll ich sagen? Ich sage mal gar nichts jetzt, weil ich glaube ganz einfach, das ist Weltspitze hier, was ich hier sehe. Und jetzt gehen wir mal hier in den Dschungel. Ich habe da einen Affen Auto fahren sehen. Ja, hier ist ein etwas älteres Auto, aber ich glaube nicht ganz fahrbereit. Da wächst irgendwas aus den Scheinwerfern raus. Fasanen. Ein Rose Guard Frankreich 1939 Moselle. Super Traction. Ja, also im nicht ganz so guten Zustand. Und jetzt werden die Motoren vorgestellt, die Kunst der Motoren. Und ich glaube, durch die Farben, die Lackierungen weiß man. Hier schauen wir mal. Ich bin auf der verkehrten Seite. King of the Road Lincoln, 30er Jahre. Aber das ist mir jetzt alles zu kompliziert zu lesen. Das schaut aus wie Gautier. Die Farben sagen mir auch irgendwas. Das ist ein Ami. Mann, sind das Kunstwerke. Paris, Peking, 1907. Das ist doch auch eine Maschine. Chrysler Firepower. Und das ist ein Ferrari. So, hier waren wir vorhin. Ferrari, das ist ein Maserati aus dem Jahr 1950. El Coche de los Playboys, also, dann wissen wir auch. Ja, hinten ist wenig Platz, aber vorne scheint es gemütlich zu sein. Da oben 10. bis 11. Juni 61, 24 Stunden von Le Mans, 15. und 16. Juni 63. La Dolce Vita. Mann, ich sag euch, das waren die besten Euros, die angelegt wurden hier in Malaga, dieser Eintritt für dieses Museum. Und vor allen Dingen, wie nah man überall rankommt und dass man aufnehmen darf. Tja. Dior Ferrari. Ferrari 56. Baujahr. Tja. Und hier jawohl, Mercedes 55. Flügeltüre. Ich hatte so einmal als Spielzeugauto, weiß ich noch. Da gingen auch die Türen auf. Und die gleiche Farbe, in Silber war der. Den hatte ich, das war mein Lieblingsauto, mein Lieblingsspielzeugauto. 300er SEL. Austin Martin, Austin Martin. Ein schönes Bild. Ich habe jetzt langsam Schwierigkeiten, das alles zu speichern. Ich versuche es ganz einfach auch, wenn ich dann irgendwann
sehe oder höre, spüre, dass ich keinen Speicher mehr habe. Ich mache das Ganze jetzt Jaguar, ein 52er Baujahr. Ist auch ein Jaguar, ein Modell E-Type Serie 1 aus dem Jahr 61. Ach, ist das schön. Excalibur. 83er Baujahr. Ja, und hier. Tja. Ich krieg einen Föhn. Ich wiederhole mich da aber. Matford Francia. France Biergardin. Das ist ein Cadillac 61er. Und der hier ist ein Chaos, ein Austin Mirror, einen leichten Schaden. Ein Stück vom Scheibenwischer liegt da auch noch am Boden. Und das ist Kunst. Crazy. Lincoln 1938. La Bomba. 530 PS. Cobra. Ford 34er, 3600 Kubikzentimeter. Corvette. So, und den kenne ich hier. Das ist die Corvette. Und den kenne ich hier. Den, da habe ich einen Freund, der hat so ein ähnliches Auto. Ford, nein. Roadster Touring. So, da muss ich jetzt mal ein Bild machen, das schicke ich dem. Seiner schaut nämlich so ähnlich aus. Ja, also nochmal der Abschluss, das Resümee. Das war das bestangelegteste Geld oder Eintritt, das ich mir vorstellen konnte. Das Museum hier, Museo Automobilisto de Malaga. Und ich sage euch, ich werde es, würde es immer wieder tun. Hier gibt es auch noch ein russisches Museum, aber das machen wir nicht, denn jetzt geht es woanders in eine Einkaufsstraße. So, hier wieder dieser wunderschöne blühende Baum und daneben ist ein Gummibaum. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Dabeisein, hasta luego, macht's gut und bis dann.